Was geht ab, Freunde? Ich hoffe, euch geht's allen gut. Und zwar hat Chumbrock ein weiteres Video hochgeladen. Nach längerer Zeit mal wieder. Das Ganze heißt Scheiß auf den Titel. Und die ersten 2,45 Minuten, die müssen wir uns nicht zusammen anschauen, nicht unbedingt. Es geht auf jeden Fall darum, wie sein schulischer Werdegang war, dies, das, dass er auf Schule geschissen hat und so. Wir schauen ab 2 Minuten 40 das Video mal weiter. Und dann würde ich sagen, let's go. So in der 11. Klasse hat auch bei mir YouTube angefangen zu laufen, so, weißt du, ich meine? Obwohl ich YouTube eh krass durchgezogen habe, also nur einmal die Woche ein Video gebracht habe, habe ich gutes Geld verdient, so. Aber wie gesagt, damals war ich noch ein guter Junge, ich war schlau, egal wie faul ich war, ich hatte immer einen Plan. Abitur machen, keine Ahnung, eine Ausbildung suchen und YouTube kannst du immer noch nebenbei machen, weil es ist nur einmal die Woche ein Video, weißt du, ich meine? Ein Jahr ist vergangen, ja, Mann, YouTube lief immer besser, ich habe immer mehr Geld verdient und irgendwann dachte ich mir, Alter, ich habe keinen Bock mehr auf die Schule. Ihr kennt das doch, eure Eltern wollen, dass ihr in die Schule geht und die geht einfach. Eure Eltern wollen, dass ihr Abitur habt, weil euer Cousin hat auch Abitur. Eure Eltern wollen, dass ihr eine geile Ausbildung habt, weil euer Cousin ist, keine Ahnung, Arzt. Weißt du, wie ich meine? Immer diese Politik. Was natürlich schön ist, die Eltern wollen immer nur das Beste für einen. Aber irgendwann hatte ich keinen Bock mehr, Digga. Ich konnte mir diese Fressen in der Klasse nicht mehr ansehen. Ich konnte mir diese Fresse von den Lehrern nicht mehr geben. Ich bin so abgehoben gewesen. Ich wusste, ich verdiene mehr Geld als dieser Lehrer und ich habe es nicht verstanden, warum ich da hingehe. Dieser Lehrer hat sein Leben lang studiert für 2.000, 3.000 Euro im Monat. So, weißt du, ich meine, ich habe mit einer App 5.000 Euro gemacht im Monat. So, fuck it. Und heute muss ich euch sagen, ich bereue es. Kurz bevor ich die Schule abgebrochen hatte, war mein Leben eh so richtig komisch. So, ich hatte immer Stress mit meiner Freundin damals, hatte Stress mit mir selbst. Meine Eltern hatten mich nicht mehr im Griff. Und ich sag immer meine Eltern, ne? Habe ich euch eigentlich gesagt, dass ich ohne Vater aufgewachsen bin? Nein, ne? Jetzt wisst ihr es. Meine Eltern sind getrennt, seitdem ich 2 bin. Und ich habe mit meinem Vater locker seit 8, 9 Jahren nichts mehr zu tun. Ich will euch nicht erzählen, warum ich mit meinem Vater nichts zu tun habe. Das geht euch nichts an. Aber ich will euch sagen, ey, guck mal, ich hatte nur meine Mutter so. Ja, ne, immer wenn ich Eltern gesagt habe, war es gelogen. Ich habe nur meine Mutter. Meine Mutter hatte mich wirklich sehr lange im Griff. Bis ich so 18, 19 war, sie hatte mich wirklich an den Eiern. Ich hatte richtig Angst vor meiner Mutter. Wenn sie mir gesagt hat, mach das, mach jenes, mach dies, mach das, das ist schlecht, das ist nicht gut. Meine Mutter war zum Beispiel mit YouTube nicht cool. Ich habe 5.000 Euro nach Hause gebracht, jeden Monat, das hat sie nicht gejuckt. Weißt du, ich meine. Aber irgendwann kam halt der Tag, wo ich keinen Bock mehr auf Schule hatte und mein Ding machen wollte, wo ich gesehen habe, okay, YouTube läuft, zieh mal durch. Hab mich wie immer mit meiner Mutter hingesetzt und habe ihr gesagt, ey Anne, ich kann nicht mehr. So, ich bin zu dumm, ich werde Abitur nicht schaffen, ich werde bestimmt nicht ein Jahr wiederholen. Sie war natürlich dagegen, so, aber ich habe mich trotzdem durchgesetzt. Weil was sollen sie machen? Ich bin 19, werde 20 Jahre alt, sollte mich rausschmeißen. Okay, Real Talk, ich wurde schon ein paar Mal rausgeschmissen. Und als ich rausgeschmissen wurde, hatte ich nie was in der Tasche. Ich habe irgendwie 3, 4 Tage in mein Auto übernachtet. Ich habe damals ein SLK mit Sitzheizung, Best, ihr kennt doch SLK, Cargo hatte ich damals. Auf Sitzheizungsbasis habe ich gepennt. Wurde schon mal rausgeschmissen, ich glaube, ihr kennt das selber. Ihr werdet so rausgeschmissen und nach ein paar Stunden ruft dich deine Mutter an, aber du gehst nicht dran, so aus Prinzip, weil du sauer bist. Aber nach ein paar Tagen musst du wieder gut nach Hause kommen, weil du nichts mehr zu essen hast, kein Geld in der Tasche hast. Und nichts hast, womit du dir irgendwas finanzieren kannst, so. Weißt du, ich meine. Sie war dagegen, aber sie musste akzeptieren, so, weißt du? Und dann dachte ich mir auch, ey, krass, sie akzeptiert es einfach. Ich hatte immer Angst, mit meiner Mutter zu reden. Und ich glaube, viele Kanaken werden mich verstehen. Wir machen das, was unsere Eltern uns sagen. Aber ich sage euch was. Wenn ihr ein Problem in eurem Leben habt oder irgendwas, womit ihr nicht glücklich seid, dann müsst ihr euch einmal mit euren Eltern vernünftig hinsetzen und mit denen reden. Wenn ihr alt genug seid, eine Reife habt, die werden das schon verstehen. Ansonsten werdet ihr Schläge bekommen, aber scheiß drauf. Ob du einmal mehr Schläge bekommst, so macht den Braten auch nicht fett, so weiß ich mal. Das Wichtigste habe ich vergessen zu sagen mit meiner Mutter. Egal wie depressiv ich bin, egal wie viel Geld ich nach Hause bringe, sei es 1 Euro oder sei es 5.000 Euro. Ich sagte ja schon, meine Mutter war ja immer dagegen. Aber heute gibt es keinen größeren Support als meine Mutter. Immer wenn ich abgefuckt bin und einfach aufhören will, weil ich keinen Bock mehr auf mein Leben habe, ist sie die, die mich so pusht. Sie vergleichen mein YouTube immer mit so einer Villa. Ich habe... Also ich denke auf jeden Fall, hier müssen wir mal kurz stoppen. Ich denke auf jeden Fall, eure Eltern... Egal was sie von euch halten, die stehen auf jeden Fall immer hinter euch. Egal bei dem, was ihr macht, ob ihr YouTube macht, ob ihr studieren geht, ob ihr eine Ausbildung macht. Die stehen auf jeden Fall hinter euch. Ja. Ich denke, die sind eure wahren Supporter. Ich habe mir eine Villa aufgebaut und will mir alles kaputt machen. So. Und dann sagt sie mal, hast du dafür alles aufgegeben? Weißt du, was ich meine? Ich liebe meine Mutter. Deswegen schätzt immer eure Eltern. Um das Thema mit der Schule zu beenden, will ich euch nur eins sagen. Zieht eure Schule bitte vernünftig durch. Habt was in der Tasche und dann könnt ihr machen, was ihr wollt. Wie ging dann mein Leben mit 19 weiter? Ich habe die Schule abgebrochen, habe mich von meiner Freundin getrennt, mit der ich 5 Jahre zusammen war. Und warum? Weil ich Business machen wollte. Und ich hab's gemacht. Ich konnte machen, was ich will. Dieses Gefühl war auf jeden Fall anders. Ich bin nicht mehr zur Schule gegangen. Konnte aufstehen, wann ich will, schlafen, wann ich will. Konnte machen, was ich will. Die Bedingung war einfach, Geld zu verdienen. Und ich hab's geschafft, nachdem ich die Schule abgebrochen habe, meine Einnahmen zu verdoppeln, wenn nicht sogar zu verdreifachen. So, weißt du, ich meine, es war einfach nur wichtig, jede Woche ein Video hochzuladen. Guck mal, wie ich das rede. So einmal die Woche sind 4 Videos im Monat und ich konnte davon leben. So, ich hatte gut Geld. Einmal die Woche ein Video zu machen ist nichts, Digga. Ich ja, schwöre es nichts. Mois macht 3 Videos am Tag, Amalaki. Okay. Was mache ich? Ein Video, das war ja echt nichts. Also ein Video, vor allem in der Woche, das geht ja über klar. Das ist echt nichts.
Ich liege da hinten in meinem Bett, aber dazu kommen wir später. Okay, alles lief perfekt. Ich konnte machen, was ich will. Ich bin gefahren, wo ich will. Ich konnte reisen, wo ich will. Ich bin nach Berlin geflogen. Ich bin überall hingeflogen, wo ich wollte. Also ich war wirklich frei. Ich habe mir ein Auto gekauft. Ich habe ein A5 Coupé, ihr wisst das ja, Leute. Ich bin am Machen und bestes hab Auto. Alles gegeben. Boah, geil. Und das ging eine Zeit lang sehr, sehr gut. Locker ein Jahr. Mittlerweile ist Can 20 Jahre alt, vergibt im Monat seine 2-3 Mille, ist zufrieden, fährt ein schönes Auto. Denkt nicht an die Zukunft, lebt einfach für den Tag. Durch diese ganzen Ablenkungen mit YouTube, weil ich unterwegs bin, Spaß habe. Also hier halten wir auch mal kurz an. Dieses einfach in den Tag hineinleben, das ist auf jeden Fall nicht gut. Also gewöhnt euch sowas gar nicht erst an. Ihr müsst immer ein Ziel vor Augen haben und ja, immer dieses einfach in den Tag reinleben, das ist einfach nicht gut auf Dauer. Geld ausgebe, esse, was ich will, mache, was ich will, habe ich den Bezug so zu dieser wahren Welt so verloren, wisst ihr, wie ich meine? Ich habe gemerkt, dass mir irgendwas fehlt. Habe ein neues Mädchen kennengelernt, habe sie ausgenutzt, habe auf sie geschissen, weil ich meine Ex zurück wollte. Habe sie natürlich nicht wiederbekommen. Und dann hat's angefangen, Depression. 6-7 Monate, locker depressiv, hardcore depressiv. Ich lieg nur in meinem Bett, sehe... Can hängt auf jeden Fall noch an seiner Ex, denn ich denke mal, deswegen hängt er auch ganze Zeit nur im Bett herum und schläft den ganzen Tag und hat Depressionen und so weiter und so fort. Ich denke, das kommt daher, würde ich mal so behaupten. Ich weiß natürlich nicht, aber ich denke, es hat schon einen großen Einfluss darauf. Bezug zu allem verloren, so weißt du, ich meine. Und ich sag's euch, der Jump von 2 Jahren, der wird mich heute kaputt schlagen, mich anspucken, alles wird er mit mir machen, er wird mich vergewaltigen. Wie sieht mein aktuelles Leben aus? Durch diese ganzen Depris habe ich den Bezug zu allem verloren, wie ich schon gerade gesagt habe. Egal, ob es Familie ist, ob es Freunde ist und sei es YouTube, wofür ich alles geopfert habe. YouTube, euch. Ist auch nicht gut, Leute. Durch diese ganze Inaktivität weiß ich, dass ich sehr viele treue Zuschauer verloren habe. Ich bin mir zu 1000% sicher. Dann bin ich mal inaktiv, komme zurück mit einem Placement, mache mein Geld. Und natürlich nimmt ihr mich nicht ernst. So diese Leute, die mich schon seit Jahren gucken, natürlich denken sich, Alter, was ist das für eine scheiß App, was das so, guck mich nicht mehr. So sehe ich das, so denke ich das. Mois hat mir mal was richtig Interessantes gesagt. Wir hängen ja momentan viel miteinander ab, er wurde 10 Minuten von mir entfernt, er ist mittlerweile für mich wie ein großer Bruder, ist einfach so. Wir haben so letztens über alte YouTuber geredet, so richtig am Start waren, die wir selber so gefeiert haben, die auch seit Jahren so weg waren und dann ein Comeback gestartet haben. Tamam, diese YouTuber haben viele Klicks gemacht am Anfang, weil sie halt ihren Comeback gefeiert haben, aber irgendwann juckt das die Menschen nicht mehr, wer du bist. Du bist so lange weg, wenn du deine Zuschauer nicht pflegst. Jürgen, sie fühle ich nicht mehr. Ich meine, ihr werdet auch alle älter, weißt du, ich meine? Und er hat recht, ich gucke mir diese YouTuber auch nicht mehr an, die ich gefeiert habe, die ich geliebt habe. Die jucken mich nicht mehr. Und wenn ich so... Da muss ich sagen, das stimmt auf jeden Fall. Also, es ist schon eine reale Sache. Ich habe auch früher, vor 5 Jahren oder so, meine YouTuber gehabt, die ich immer geschaut habe. Und man schaut die heutzutage auch nicht mehr. Also, es ist Fakt, es stimmt schon. Und ja, wenn man seine Zuschauer, seine Abonnenten nicht pflegt, ich denke, die sehen zwar, dass du ein Video hochgeladen hast, aber vielleicht juckt sie nicht mehr, die schauen es nicht mehr. So weitermache, wie ich gerade bin, wird es bei mir genauso sein. Wenn du mich heute fragst, John, wie lange willst du noch YouTube machen, sage ich euch ehrlich, ich würde gerne mit 25 aufhören. Bis dahin muss ich so viel Geld gemacht haben, dass ich mir selber was aufbauen kann. Aber aktuell ist es nicht so. Ich habe nichts beiseite, gar nichts. Ich gucke einfach, dass ich jeden Monat meine Kosten decke. Aber wenn ich so weitermache, ist in einem Jahr vorbei. Und was habe ich dann? Fachabi. Wow. Und was muss ich dann arbeiten gehen? Habe ich Bock drauf? Nee, hab ich keinen Bock drauf. Ihr könnt es nicht verstehen, weil ihr nicht in dieser Position seid. Aber stellt euch mal vor, mit 16 verdient ihr pro App 4.000-5.000 Euro. Wie soll ich jetzt, wenn YouTube zum Beispiel weg ist, arbeiten gehen? Oder eine Ausbildung anfangen für 500 Euro, für 800 Euro? Wie soll ich drauf klarkommen? Ich schwöre, das klingt voll ekelhaft, aber ich werde bestimmt niemals arbeiten gehen. Das war ja einer der Gründe, warum ich mit Schule aufgehört habe. Ich habe dieses System regt mich einfach auf, Digga. Es gibt einen Teil der Menschheit, die ohne Ende Geld verdienen, für nichts tun. Und der größere Teil der Menschheit geht sein Leben lang arbeiten, ackern, für nichts. Ja, jetzt könnt ihr aber sagen, ja, Can, ist doch alles schön und gut, dann mach einfach weiter. Ich schwöre, auch hier, da auf jeden Fall schon eine reale Sache angesprochen. Ich meine, die ganzen Leute, die gehen doch arbeiten 50 Jahre lang, für was im Endeffekt? Für ein Haus und ein Auto. Ich meine, die haben ihren 1500 Euro, meinetwegen 2000 Euro Nettojob und gehen das ganze Leben arbeiten, dass sie sich mal eine Wohnung oder ein Haus kaufen und ein Auto finanzieren. Das stimmt schon. Und vielleicht 2% der Menschheit, die verdienen einfach ihre Kohle und genießen ihr Leben. Zieh durch, ich mach einfach. Aber zurzeit bin ich in meinem Kopf so gefickt, ich mache nichts. Digga, ich liege den ganzen Tag, ich mache nichts. Das Einzige, was ich noch mache, ist zum Sport gehen. Das war's. Ich bin glücklich mit meinen 2.000-3.000 Euro im Monat, obwohl ich locker das Fünffache verdienen kann. Deswegen an alle, sichert euch ab, an die kleinen YouTuber, die gerade Hype haben. Vernachlässigt nicht die Schule. Ich hasse immer noch Leute, die denken, dass sie mich mit Klicks beeindrucken können. Ich weiß nicht, ob das bei euren Accounts auch so ist, aber ich habe so ein Update bekommen. Ich sehe so, wer mir schreibt und ich kann einstellen, wer wie viele Abos hat, dass sie mir am... dass es ganz oben angezeigt wird, so weißt du, die sehr viel Reichweite haben, dass ich deren Nachrichten lese. Guck mal, wer mir schreibt, John Wick, kennt ihr den? Warte, ich kenne den erst seit dieser Nachricht. Er schreibt, was geht, Brudi. So ein kleines Kind, was mir was geht, Brudi, schreibt aber mir nicht mal folgt, so weißt du, ich meine. Diese YouTuber denken,
weil sie jetzt Reichweite haben. Hier, checkt mal deren Videos ab. Ich verstehe diesen Sinn dieser Nachricht nicht. Es gibt sehr viele YouTuber, die mir schreiben, ohne Spaß. Die zeige ich euch aber nicht, weil ich weiß, dass die das ein bisschen ernster nehmen werden. Und keine Ahnung, am Ende muss ich mich mit diesen Leuten beefen. Kein Bock. Was soll dieser kleine Junge machen? Soll er seinen Bruder jetzt schicken oder seinen Manager, dass sie mir schreiben, sondern sagen, hey, das Video raus, die kennen das Video bleibt drin. Aber was stellt diese YouTuber vor, dass ich jetzt antworte, ey Bruder, bei mir ist alles gut, ich hab's mit dir nichts zu tun. Ich sage, ich aber Bruder, ja Bruder, können wir mal zusammen ein Video machen? Sie kennen, nein, ich drehe mit dir kein Video. Was wollt ihr von mir? Schreibt mir nicht. Ihr folgt mir nicht, ihr denkt nur am Business, fickt euch. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Junge mich seit gestern kennt. Ja, wenn ihr mir ein bisschen Respekt zollen willst, dann folgt mir wenigstens. Ich weiß, dass ihr alle meine Videos geguckt habt. Ist so. Aber ihr seid euch zu cool. Jetzt könnt ihr schreiben, ey John, auf Instagram folgst du doch auch gar keinen. Ja, aber das war schon immer so. Ich folge nur Beschiktasch, weil mir geht das nicht. Mein Instagram-Account ist so verbuggt, ich kann nur einer Person folgen. Soll ich John Geek folgen oder was? Ihr kennt mich, ich folge YouTuber. Mit Merck durchgezogen, Merck macht kein YouTube mehr, ich bin auf mich alleine gestellt. So. Der Einzige, mit dem ich was mache, ist Mois. Und er fickt gerade ganz YouTube Deutschland. Die, die meine Instagram-Stories verfolgen, sehen ja, dass ich nicht schlafe. Warte, ich habe mein Leben überhaupt nicht im Griff. Schlafrhythmus gefickt, alles gefickt, ich habe keine Struktur in meinem Leben. Und das ist nicht gut, ich muss diesen Schalter unbedingt wenden. Ich habe eine Blockade im Kopf. Immer wenn ich kurz davor bin, durchzuziehen, wo ich mir denke, okay, jetzt machst du es, jetzt ziehst du durch, passiert was und ich bin wieder voll im alten Film. Tab-Opfer. Spuck mich einfach an, Digga. Ich verschenke einfach meine Reichweite. Statt ich mit euch arbeite, vor euch Videos bringe, ich mache nix. Einfach Penner. Einfach Penner. Hier, 3-4.000 Euro Equipment. Ich könnte meinen zweiten Kanal wieder am Start bringen. Ich könnte wieder leisten. Ich könnte alles machen. Ja, Rack, ich mach's nicht. Was das, Alter? Mich kennen so viele Leute, aber ich mach nichts draus. Mittlerweile haben wir 600.000 Abonnenten auf dem Kanal. Ohne zu blasen. Ohne Musik gebracht zu haben. Nur Leute beleidigt zu haben. So habe ich es geschafft, 600.000 Abonnenten zu machen. Und was ist mein Dank? Schwanz. Dieses Video hat überhaupt keinen Sinn, aber es tut mir gerade wirklich sehr gut, das alles in die Kamera zu sagen. Es tut mir wirklich sehr leid, dass ich euch immer wieder vernachlässige. Die Leute, die mich erst seit kurzem kennen, die interessieren mich nicht. Ihr werdet an diesem Video sehen, wer meine wahren Zuschauer sind. Da seht ihr, wer das Video guckt wegen mir. So, weiß ich mal. Die von Anfang an da sind, müssen ja auch mit mir älter geworden sein. So, was macht ihr gerade? Erzählt mal, Digga. Ich habe den Bezug zu euch verloren einfach. Ich habe Alhamdulillah keine ernsthaften Probleme. Meine Familie geht's gut, mir geht's gut, ich bin gesund, alle sind gesund, aber dennoch fick ich meinen Kopf ohne Sinn. Ich ficke meinen Kopf ohne Sinn. Nur wegen einer Person fick ich meinen Kopf. Auch wenn dieses Video gar kein Content war und ich hab die gehört, oder? Habe, hoffe ich, ihr konntet irgendwas mitnehmen. Ganz kurz noch, Dankeschön an alle, die meinen Supporter Creator Code Grill-Teller bei Fortnite eingegeben haben. Mittlerweile sind es 2500 Menschen. Wegen euch kann ich mir heute Grillteller gönnen. Und falls du auch meinen Code eingetragen hast, verlink mich in deine Story, dann reposte ich dich. Nächste Woche gibt's eine was für Spattenfolge gegen ihr Ollis Bruder. Tschüss. Also. Auf jeden Fall hier ein Video mit einer gewissen Message gewesen. Vernachlässigt auf jeden Fall nicht die Schule, zieht es auf jeden Fall durch und YouTube könnt ihr immer nebenbei machen. Und ja, wenn es mal laufen sollte, dann könnt ihr natürlich alles drauf setzen, aber ihr habt euch dann abgesichert und habt euren Abschluss oder dies, das, Ananas. Wie gesagt, abonniert auf jeden Fall Chanbrook und ja, wie gesagt. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da und folgt mir auf Instagram. Peace.